Da vorne ist ein Lidl. Boah, gleich mal einkaufen gehen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Omsi 2 mit mir natürlich, richtig, und dem Citaro GÜ. Genau, den haben wir hier nämlich gerade vor uns stehen im VG Belzig Repaint, das ich selber erstellt habe. Nein, das hat er jetzt nicht, gesagt. Doch, habe ich. Genau, ich habe mir hier nochmal 5 Minuten, nein, waren länger, 15 oder 20, habe ich mir nochmal schnell das Repaint erstellt. Habe hier die typischen Initialien noch reingemacht. Eigentlich sollten die hier auf der ersten Tür auch sein, aber das hat irgendwie nicht hingehauen. Ja, wir fahren heute auf Arnheim und Laurensbach, die Linie 25 von Derenhofen Markt. Ja, genau, da steht's nämlich. Da. Nach Kranenburg, das liegt in Arnheim, richtig. So, Fahrplan dürfte ich schon ausgewählt haben. Ja, stimmt soweit. So. Und ja, jetzt müssen wir eigentlich bloß noch an die Haltestelle ranfahren. Und das sogar möglichst schnell. Ja. So. Die Fahr-, also ich hoffe mal, dass der Gelenkbus lohnt bei der Linie. Ich habe noch eine, also die Krüger-Matrix ist noch in dem Bus drin, ne? So wie sie von Anfang an verbaut war. Dann können wir uns den Bus mal schnell noch angucken. Wir haben typische Überlandsitze. Dazu, wie man es von dem Mod schon kennt, diese Pulte, auf denen die Sitze platziert sind. So ist das bei den Überlandbussen standardmäßig. Das ist so. Das muss auch so sein. Das kennt man von Überlandbussen. Wer noch nicht mit einem gefahren ist, der sollte mal dringendst mit einem fahren. Ist ganz angenehm eigentlich. Sind gemütlich. Ja, wenn ich das richtig sehe, ist die Matrix so ein bisschen krumm. Sieht zumindest so aus. Ja, also ich bin ja... Oh, oh. Ja, willst du jetzt raus oder darf ich jetzt raus? Wartet mal, ist das ein... Das ist ein Solo-Bus, okay. Dann wird sich unser Bus wahrscheinlich nicht lohnen auf der Linie. Naja, ist jetzt nicht ganz so schlimm. So, wir fahren jetzt einfach mal vor zur Haltestelle. So. Cool, dann, dann starten wir gleich mal mit Verspätung. So. Da haben wir hier sogar unseren eigenen Bussteig. So ganz abgetrennt. Obwohl, nein, der Stadt fährt noch eine 800er Linie nach Laurensbach. So. Das funktioniert schon mal, obwohl die hintere Tür müssen wir eigentlich nicht aufmachen. Obwohl, doch, das möchte ich mal kurz zeigen. Hier, das wurde hier nämlich auch texturiert jetzt. Ja, sehr schön. Da hat sich der Modder ein bisschen Mühe gegeben hier. Gefällt mir auf jeden Fall, ja. So. Halt, stopp, wir müssen natürlich noch unsere tollen Pfeile mit einschalten. So, jetzt kann der Bus nicht entscheiden, will er jetzt auf den Bordstein hoch oder nicht. Ja, doch. Nehme ich nicht. So. Die 23 Richtung Arnheim fährt in die andere Richtung. Bahnhof, Straße, Klingenhof. Ja, Ansagen funktionieren wie eigentlich immer bei mir auch. Ja, so fast immer. Ja, da gibt es manchmal ein paar Ausnahmen. So. Oh, jetzt fahren wir mal links rum. Genau, nach rechts geht es nämlich nach Laurensbach. Wir wollen aber nach Arnheim. So, dann gehen wir mal Gas, ne? Der Bus hat übrigens auch Morphys Soundsystem mit eingebaut. Hat er auch extra noch beim Download hingeschrieben. Der Bus ist mit Morphys Soundsystem ausgestattet. Wer das nicht hat, muss gar nicht erst downloaden, so nach dem Motto. Obwohl, ich glaube, das hat er sogar so umgeschrieben. Wortwörtlich zitiert hier.
So, dann sind wir jetzt am Klingenhof. Wir können Gas geben. Sorry, ich bin hier gerade. Ja, ich bin gerade ein bisschen langsam. Beschleunigen. Beschleunigungsvorgang eingeleitet. Was? So. Rein hier. Aussteigen will hier sowieso niemand. Also passt alles. Okay. Dann geben wir mal Gas und wenn wir dann irgendwann mal wieder Verfügung haben, dann kann ich auch den Bus nochmal ein bisschen intensiver zeigen. Obwohl viel mehr ist eigentlich nicht zu zeigen. Blödenhöhle. Ich denke mal, jeder von euch kennt den Citaro. Den habe ich ja oft genug gefahren. Und der Mod bringt halt bloß den Ü. Was heißt bloß? Das ist ein Haufen Arbeit. Ihr kennt das ja von mir vom Citaro Facelift Ü, den ich da versuche zu machen. Okay, da mache ich momentan gar nichts mehr dran. Ich habe den Innenraum fertig gemacht. Und ja, der Justin, falls ihr ihn noch kennt, der den GN05 und den GN03 gebaut hat oder immer noch baut, der sitzt da gerade dran und hilft mir da ein bisschen. Nein, nicht nur ein bisschen, sondern er hilft mir da ziemlich viel. Ja, falls du das Video hier guckst, vielen lieben Dank übrigens an dich nochmal. Habe ich hoffentlich schon oft genug gesagt, aber ich kann es einfach nicht oft genug sagen. Weil ich weiß da inzwischen auch nicht mehr weiter mit dem Bus. Falls jemand von euch Interesse daran hätte, mir die Fenster zu texturieren, weil ich das irgendwie nicht schaffe, einfach mal bei mir melden, weil ich kann das nämlich nicht und Justin bräuchte da auch noch mal ein bisschen Hilfe. Also einfach hier melden. Wisst ihr einfach mal, wo ihr mich findet, ne? So. Achso, zur Überlandfront. Das soll jetzt auch nichts gegen den Modder sein, aber ich finde, dass da der Helvete mit dem Facelift die Überlandfront besser eingekriegt hat. Muss ich jetzt leider mal so aussprechen. Ich finde, die ist in Demos hier leider ein bisschen verkackt. Aber nichtsdestotrotz, mal gucken mal, man sieht die ja von innen nicht wirklich. Nichtsdestotrotz fährt der Bus immer noch sehr schön, also. Man bräuchte nur halt mehr Überland-Maps, auf denen man den einsetzen kann, ne? Dafür sind ja meine Maps da, nicht wahr? Ja. Klar. So, dann fahren wir mal langsam raus erstmal. So, erstmal gucken, kommt von da was? Nein, also können wir. Na gut, wir fahren erstmal. Okay. Da. Duisburger Straße. So, die passen wir doch noch dran vorbei an den Autos, ne? Ja, klar. Passt. Da vorne ist ein Lidl. Boah. Gleich mal einkaufen gehen. Oh, und hier zweigt die Linie ab. Die Eisenbahnlinie. Ja, auch nur mit Eingleis befahren. Oh, dieses Zischen, wenn die Tür aufgeht. Sehr interessant. Sehr schön. Warum habe ich eigentlich keine Fahrkarten drin? Ne? Das wollen wir mal kurz ändern. So, Geld dürfte ja auch drin sein. Sowieso. Also von daher hoffe ich jetzt einfach mal, dass das alles so klappt. Wenn nicht, dann. Ich habe mir gerade die Aufnahme verkackt. Kohlenbahntrasse. Oh ja, da ist mir gerade beim letzten Mal die Aufnahme abgeschmiert, weil ich da so sehr von der Kohlebahn geschwärmt habe. Hey, hoffe ich mal, passiert mir dieses Mal nicht nochmal. Ja, ich weiß. Kennt jemand von euch die Stadt Meuselbach oder so heißt sie? Die liegt in Thüringen und dort fährt eine Museumsbahn. Die nennt sich Kohlebahn. Daran erinnert mich nämlich diese Station hier gerade irgendwie. Hier auch vor allem wegen der Lok und so da. So,
Hier ist es mir abgeschmiert, hier ist mir eingefroren, das Omsi. Okay, es ist diesmal nicht passiert. Also, kennt jemand von euch die Kohlebahn in Thüringen? Wenn ja, wäre sehr interessant, mal so zu wissen, ob die nur ich kenne durch oder ob die auch andere kennen. Also ich kenne die Kohlebahn zum Beispiel durch meine Verwandtschaft, weil die wohnen dort, ich sag mal in der Nähe, so 40 Kilometer von weg oder so. Und Rosenhügel. Ja, wenn man da mal Zeit findet, da hinzufahren und die auch wirklich fährt, dann gehen wir da halt hin. Weil, also ist ganz interessant, da ist auch so ein Westerndorf und sowas. Okay, jetzt so schnell muss ich nicht fahren, um später wieder aufzuhören. Oh, jetzt schneiden wir hier tatsächlich nochmal die Bahntrasse. Ja, ich kann gern. Ja, die Linie bin ich ja vorher auch noch nicht gefahren, zumindest nicht im Let's Play. Obwohl, ich glaube, so auch nicht. Kann ich mich zumindest gerade nicht daran erinnern. Aber ansonsten, alle mit Lauensbach, hier David einmal M-Maps, Kurzstrecke bitte. Die fahren sich natürlich immer sehr gut. Alter, du willst mich doch verarschen. Kurzstrecke und damit ein 20er zahlen. Ey, ich schick dich gleich nochmal raus hier, ey. Ist das denn jetzt ein 2er? Ja, das sind tatsächlich 2er. Das heißt 6, 12, 18. Und jetzt nochmal 40. Haben Sie vielleicht auch Scheine dafür? Nee, leider nicht. Das kann ich leider nicht bieten, ne? Hättest du mal kein 20er genommen? Ja, ich wollte es nur so sagen, ne? So, jetzt müssen wir mal mitzählen. So, 3 Stationen. Derenhofen, Kaldenbach. So, da wäre schon mal die erste Station. In 3 Stationen schreiben wir nochmal hinter Ausstieg hier jetzt. Obwohl, war das beim Bus 6 Stationen? Ich weiß gar nicht mehr, was sind denn. Einzelfahrt weiß ich, darf man 2 Stunden fahren, soweit ich weiß. Oder täusche ich mich jetzt? Na gut, sagen wir mal Kurzstrecke 3 bis 6 Stationen. Wir sagen einfach bei 3 Stationen aussetzen die anderen und fertig ist. Rest darfst du dann laufen. Wobei, der Bus ist gerade eigentlich schon recht gut gefüllt, also der na gut, ja, ein Solobus hätte auch ausgereicht, aber trotzdem, so weit weg von der Gelenkbus Philosophie sind wir auf der Linie gar nicht. Kaldenbach. Genau, hier sind wir jetzt in Kaldenbach. Ja. Das ist schön, die ganzen Bordsteine mitnehmen, ja. Das finden die Fahrgäste alle ganz toll. So, du willst doch garantiert einen Fahrschein hier. Oh, selbst Mania sein. Okay. Alles klar. So, da kommt nichts. Nö. Können wir noch rüberziehen, ja. Das passt doch. Oh, jetzt sind wir hier Bergerfurt. Auf einer Schnellstraße. Bergerfurt. Da sind wir auf jeden Fall schon mal durchgefahren. Das weiß ich, das kenne ich. Hä? Fuck, ich fahre immer noch 50. Ah, komm, ein kleines bisschen schneller. Schneller, habe ich gesagt. So, da müssen wir jetzt erst. Nein! Du kriegst mich nicht. Es war. Nein. Oh, fuck. Es war noch grün, ja. Also, das hat doch jeder wohl gesehen. Ach du Scheiße. Sich meine Intuition nicht mal wieder bewährt hier, würde ich sagen. Mit einem Überlandbus über die Autobahn, also so eine ganze Stadtlinie ist dann nicht, ne? Ah! Ziehen wir gleich lieber ganz rüber. Aber schaut mal! Wir hauen dem hier ab. Fuck. Der fährt ja schneller als erwartet. So, gehen wir jetzt auf wieder rechts rüber. Kommt, 80 sind drin hier. Ist schließlich eine Autobahn. Ja, da steht sogar 100, also passt.
Derenhofen Nord. Wie jetzt? Jetzt fahren wir zurück nach Derenhofen oder was? Oh, bitte sag mir das jetzt nicht. Das wäre es jetzt nämlich noch. Aber in der Tat, wir bauen ja Verspätung auf hier. Ja, trotzdem gut, dass wir einen Überlandbus haben. So, jetzt können wir mal so ein bisschen verpassen hier. Ein bisschen was von außen zeigen. Scheiße, 30 sind aber keine 60. 30 ist ein bisschen weniger. Ach du Kacke. Okay, in der Kurve, da ist mir lieber weniger zu fahren. Da ist weniger. So, da hat man mich jetzt wahrscheinlich so richtig Kurbel gehört, weil habt ihr hier gerade die Kurve gesehen? Ey, oh Gott. Ja, ich. Solo-Bus wäre doch besser gewesen, ja. Weil ich wollte einen Gelenkbus. Ich finde Gelenkbusse toll. Die sollten mal hier wieder ein Citaro G einsetzen. Obwohl, soweit ich weiß, hat unsere Verkehrsgesellschaft nur ein Citaro Facelift. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ah. Norderhofen, Mitte. Jetzt sagt mir der Ort hier, jetzt sagt mir die Linie was. Ach du Scheiße, jetzt wird es gleich richtig eng. Die Linie bin ich, doch schon öfter gefahren. Aber nicht im Let's Play. Nein. Aber schon mal so. Und ich weiß genau, dass da vorne gleich richtig. Ja, da vorne sieht man es schon. Da gibt es gleich eine scharfe Linkskurve. Oder die haben. Oder es kann auch sein, dass er den Linienverlauf verändert hat. So, komm mal vorgelaufen. Ja, genau, du mein. Ja, ist schön gemacht. Oh Scheiße, wir wollen rausschauen. Sorry. Der halt nicht. War nur so ein Angebot. Nein, Mann, ich will nicht. Nein. Geh zu. Ja. Jetzt endlich. Ich wollte nämlich eigentlich bloß die Haltstellenbremse betätigen, aber das hat nicht so ganz geklappt. Okay, dann. Ach so, nee, dann meinte ich die 23 vorhin. So. Kieselstraße. Boah, was ist das denn jetzt? Ja, das denkt mir auch gerade so. Boah, was ist das denn? Also viel enger ging es wirklich nicht mehr, ne? Aber ich hab's gemeistert. Ha! Ja! Gut gemacht. Eigentlich stinkt. Da hab ich sehr wohl recht. Kacke. Nein! Koffer weg hier. Jetzt. Ja, runter vom Bürgersteig. Das ist die oberste Regel bei Busfahren. Okay, da sieht man den Bus jetzt nicht ganz so doll. So, da fahren wir hier mal rüber. Ach du Scheiße, unsere Verspätung wächst ja immer mehr. Obwohl wir einen Überlandbus haben, ist das zu fassen. Norderhofen, Sorgenhaus. Ich muss mal kurz was machen. Das ist ganz wichtig. Denn ich glaube, ich habe gerade ein Haus gesehen, was ich selber verwende. Habe ich. Nee, doch nicht. Sorry. Okay, weiter geht's. Pause-Taste ist da. Okay. So. Ja, ich beeil mich mit Fahren. Geht schon weiter hier. Ja. Kein Grund zur Sorge. Ach du Scheiße, habt ihr gerade das gesehen mit dem Bürgersteig?
immer ein bisschen weiter vorne halten. Und hier haben wir alle Farbkarten. Das ist langweilig. Oh, wir kommen jetzt nach Arlheim. In 5 Kilometern. Okay, jetzt geht's hier richtig rauf auf den Überlandabschnitt. Scheiß auf 30, fahr 60. Arlheim, Neuamerika. Das heißt Amerika. Da nicht. Sind die 30? Ach du Scheiße. Oh Mann, ich hab vergessen, F3 an sich zu machen. Das wollte ich nämlich gerade eigentlich mal zeigen, so wie der Biss hier so diese Höhen überwindet. Okay, wir gehen lieber wieder rein, sonst ihr kennt ja meine tollen Fahrsachen von außen, wie ich da so gut fahre und so. Wir können doch das so machen, dass der Bus sich noch absenkt. Obwohl, es dauert noch länger. Okay, so viel länger dauert es gar nicht. Ja, lauf mal schon deine Kreise. Oh, jetzt geht's unter der Zugstrecke durch hier. So, eigentlich wollte ich gerade mal testen, ob die Brücke so schon halt, weil das ist mir mal beim X10 Addon aufgefallen, dass da man bei der Brücke und beim Zoo da lang fährt, dass da die Brücke halt, oder zumindest wenn man unter der Brücke durchfährt, dass es da halt. So. Die Ampel habe ich nicht kommen sehen. Die Ampel habe ich echt nicht kommen sehen, Leute. Vielmals bitte ich um Entschuldigung. Ach, hier fährt die 220 lang. Ah. Die hatte ich vorher vorzufahren, nach Siedlung Hohen. Dann einmal 5 Minuten kürzer gefahren. Aber da habe ich mir dann gesagt, nee, das lohnt sich nicht. Das kann man nochmal irgendwann anders machen. Aber jetzt machen wir hier kreuz und quer die 25, die 19, die... Hey, wake up! 21 haben wir schon, die 22 kommt dann als nächstes, ja. Die 27 und die 28 natürlich auch noch, das ist kein Ding. Und wer hat mich abgeweckt? Ich bin auf wach. Hey, wake up hier! Aufstehen, ist es morgen? Nein, sie sind so im Aufwand wieder nicht. Nee, das ist natürlich nicht so, dass ich mitten in der Nacht spiele. Es ist jetzt gerade mal 21:10 schon wieder? Fuck. Ich hab die Zeit schon wieder aus dem Auge verloren. Oh Mann, das war jetzt echt nicht so. Toll. Nee, wollte ich jetzt wirklich nicht. Also jetzt mal ja. Da stand was von H. Ein Halteschild. Ein Halteschild muss man beachten. Bei Rot Einfahrt frei halten. Okay. Aber nur bei Rot. Okay, mal gut. Ja. Eine tolle Abfahrt von außen. Viktoriastraße. Oh, abgehakt, ja. Bei der Victor. Sorry. Die Huckel habe ich gerade wirklich nicht gesehen. Nicht gesehen, ey. Viktoriastraße, da sind wir, glaube ich, mal gestartet. Ist auf jeden Fall ein Startpunkt. So viel weiß ich. Ja, in der Tat. Hier sieht man's. Kacke. Jetzt nein, oder? Oh Gott. Ach du Scheiße. Das ist geil gehalten. So, welche Linie fährt denn ab hier? Nur die 22 und die 25? Ey, ich war mir so sicher, dass hier eine neue Linie startet, ne? Terminus,
Terminus, please leave the bus here. Ja. Kennt ihr das? Ja, ich kenn's auf jeden Fall. So. Abfahrt. Abfahrt vom Viktoriastraße. Oh, das ist cool, Matthias. Das gefällt mir richtig cool da mit den Sitzbänken. Da habe ich gleich mal was zum Abschauen. Hihihi. Nein, ich möchte nicht alles kopieren. So ist es jetzt auch nicht. Aber das erinnert mich voll. Das hat mich gerade an eine Szene aus der Steinstraße aus Brandenburg erinnert. Und das passt natürlich gut in meine. Zum einen meine reale Map von Brandenburg und zum anderen natürlich in meine fiktive VBBA-Map. Ja, ist wirklich so. Also ich erzähle gerade keinen Stuss, ne? Also nicht so wie meistens. Geh ich mal selbst beleidigen. Alles klar. Nein! Nein, 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 nein! Tür zu! Fuck. Komm vorweg jetzt hier. Geht doch. Oh, habt ihr gesehen? Perfekt ausgelenkt. Der Bus ist nirgendwo rangeschrammt. Sängerstraße. Der steht aber Sängerstraße. Nicht richtig vorgelesen hier. Es gibt gleich mal 2 Punkte Abzug. 6 Sätzen! Nein, wir sind natürlich nicht in der Schule. Deswegen können wir natürlich keine Noten geben. Würde ich auch gerne. Boah, jetzt verlassen wir wirklich Tausende von Leuten. Der Bus. Der Bus! Kranenburg ist es über ausgeschildert, das finde ich gut. Da dürfte es eigentlich auch gar nicht mehr so weit hin sein. Wenn wir mal gucken. Lucky, Lucky. Ah, ich bin abgerutscht von der. 1, 2, 3. Okay, perfekt. Also könnt ihr euch vormerken: 3 Stationen noch. Oh, 3 Stationen, das sagt mir was. So, wo ist die Dame, die wir hier rausschmeißen wollten? Keine Ahnung. Ah, hier vorne, die gelbe hier. Rechts, nee, links von uns. Raus mit dir! Oh, ja. Aber wuppi, wuppi. Ja, das sagt unser Sportlehrer immer zu. Dalli, dalli. Wuppi, wuppi. Römerberger Straße. Ich meine, Dalli Dalli würde zwar auch ausreichen, aber Wuppi Wuppi, das hat natürlich nochmal. Wuppi Wuppi! Das kommt natürlich schon so ein bisschen. Na gut, ihr kennt jetzt das Original nicht, aber wenn ihr das Original kennen würdet, da. Das hört sich echt geil an, müsst ihr wissen. Das ist so richtig cool, so Wuppi Wuppi! Da will ja jemand aussteigen. Hat jetzt etwa meine Tracht, meine Ansage hier was wohl bewirkt? Ach komm, wir machen mal noch oben auf. Cool, hat. Sind die jetzt aufgegangen? Ey, das hat ja überhaupt nichts gebracht. Die sind. Der hat ja überhaupt keine Lappen. Da waren die der Meinung, die Klimaanlage reicht aus. Aber der Sound ist echt cool jetzt. So. Rein hier. Kommen Sie rein, können Sie rausstellen. So, den Spruch habe ich eigentlich nicht mehr gebracht. Der muss jetzt mal sein, obwohl ich habe ihn irgendwie zu spät angewendet. Fuck! Chance versemmelt! Nein! Oh oh. Scheiße, ich habe den Motor ausgemacht. Nein! Das war eine Kacke, ey. Einmal auf den falschen Knopf gekommen, ey. Das wird alles hier gleich ganz hart bestraft mit Motor aus und so. Das ist echt schlimm. Am Kerste Busch. Das ist unsere vorletzte Station hier jetzt. Ich wollte gerade fragen, ob der noch Gas gibt, weil ich habe irgendwie nichts mehr gespürt. Okay, sehr interessant.
Oh, jetzt sind wir sogar schon mit Kranke. Oh, und schaut mal, da ist noch ein Zitaro. Ja, da. Oh, die Linie 20. Ach, die fährt zur Valdoria-Straße, nicht zu Victoria. Sorry. So. Nein, schon wieder falsch. So, dann können wir gleich mal unseren Kollegen anrufen. Du sollst doch nicht Pause machen. Ey, kommt, ihr müsst schon lassen. Es sieht wirklich so aus, als würde der noch Pause machen. Ne? Also ich finde so, dass das so ist. So, gleich mal Gas geben, ne? Und dich durchziehen. Ja, zieh durch. Jetzt rechts fahren. Ist jetzt auch ein Navi oder was? Ist ja voll nervig, ey. So, wir dürfen gleich noch ganz hinten. Ja, wir dürfen noch ganz hinten. Ui. Wir kriegen jetzt den Ehrenplatz. Habt ihr diese Einschlagekunst gesehen? Das war doch gerade echt göttlich, wie ich gehalten habe, oder? Klar war es das. Weiß ich doch. So, wo haben wir hier einen Pauseplatz? Pauseplatz, sagen wir einfach mal. Könnte das hier Pauseplatz sein? Ach, wir wisst ihr was für... Obwohl, hier sieht so aus, als... Okay, da fahren welche ab. Das heißt, das da ist hier Pauseplatz. Okay, dann stellen wir uns jetzt einen Pauseplatz und dann... Sind wir fertig mit dieses Let's Play? So, dann kann ich nochmal. Soll ich nochmal schnell die Features des Citaro GU zusammenfassen? Also, Überlandfront. Überlandsitze. Mit diesen Überlandpulten, sage ich jetzt einfach mal. Weil es sind ja in der Hinsicht wirklich richtige Pulte schon. Okay, jetzt weiß ich nicht, wie wir fahren können. Wir müssten hier rechts und dann... Okay, da kommen wir nicht rum. Wir sind jetzt mal Schwarzfahrer und fahren links. So, sogar über Rot fahren wir schwarz. So, wir sind jetzt hier die ganz schlimm vom Dienst, die sogar durch Objekte durchfahren. Allein nur, um hier uns an diesen scheiß Pauseplatz zu stellen. Hey, der ist nicht scheiße. Da ist sogar... Ey, da ist ein... Das ist Kaugummi-Automat. Oh, habt ihr den vorhin schon gesehen? Ich habe den nicht gesehen. Den habe ich auch noch aus Versehen mit einem Spiegel mitgenommen. Oh, das ist ja mies. So, also. Um nochmal kurz zusammenzufassen, wir haben bei dem Bus eine Überlandfront mit einer Überlandmatrix, die, wie meiner Meinung nach, ist nicht gelungen. Psst, nicht weiter erzählen. Dann haben wir hier diese Überlandpulte mit den Überlandsitzen. Oh, jetzt mach ich aus. Das ist sogar im Hinterteil. Hinterteil. Dann haben wir natürlich die Außenschwenktüren und die angepassten Fenster. Richtig. Okay, ich glaube, das... Dann haben wir... Ich zähle jetzt einfach mal Morphe Soundsystem dazu und der hat hier oben das Modell angepasst. Hier sind jetzt keine Klappen mehr oben dran. Okay, damit war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alheim und Laurensbach, sehr schöne Map, kann ich weiterempfehlen. Also, nächste Folge dann wieder Städtedreieck oder Lemmtal. Suche ich mir noch aus. Ja, und dann würde ich sagen, bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.